بسم الله الرحمن الرحيم. Wir sehen tagtäglich und hören tagtäglich, dass einige Muslime, die angefangen haben, den Islam zu praktizieren, Alhamdulillah, sie haben angefangen, den Islam zu praktizieren, aber irgendwann mal bekommt man das Gefühl, ich will mich isolieren. Ich will mit diesen Menschen gar nichts zu tun haben. Ich will alleine in der Wüste leben und Allah dienen. Ja? Dieses Gefühl hat jeder, der den Islam richtig angefangen hat zu praktizieren. Und das kommt so weit, dass man sich verkapselt in einer Wohnung und seiner Wohnung und seinem Haus und will mit der Umgebung gar nichts zu tun haben. Warum? Und das erleben auch Konvertierten, unsere neuen Geschwister im Islam. Sie sehen in der Umgebung nur Unglaube und Ungehorsamkeit gegenüber Allah. Ja? Und sie haben angefangen, den Islam zu praktizieren und sehen, wie gut, wie schön der Islam ist. Und sie bekommen auch die innere Ruhe dadurch. Und sie fühlen sich auch zufrieden dadurch. Und sie wollen mit keinem zu tun haben. Ja? Das ist das Ergebnis, wenn man die Lebensordnung Allahs und den Dien Allah nicht verstanden hat und denkt, Religion ist alles, was wir praktizieren sollen. Ja? Das habe ich selber erlebt. Ja? Ich wollte mit den Menschen gar nichts zu tun haben. Ich wollte nur beten, fasten, Allah dienen, Koran lesen und mit den Menschen gar nichts zu tun haben. Und der Prophet Muhammad a.s. sagte, es ist besser für dich, unter Menschen zu sein, als alleine auf dem Berg Allah zu dienen. Ja? Damit du Da'wah machst. Und das macht nur jemand, der den Dien verstanden hat. Der den Dien als Dien verstanden hat. Wir haben nicht Religion, wir haben Dien, Lebensordnung.